Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Channel. Wir spielen die nächsten Tage, nächsten Monate, vielleicht nicht die nächsten Jahre, aber wir spielen die nächsten Minuten das Spiel Final Carnage Extinction Version. Ich tut mir leid, ich habe gerade, ich bin ein bisschen kränklich, deswegen habe ich noch ein bisschen was im Hals, ne? Und vorab noch ein, wir spielen heute mit dem anderen Rechner, denn ich habe, also zumindest ist der neue Rechner, der ist nicht ganz neu, aber der Rechner bevor sozusagen, der ist jetzt gerade in der, naja, sagen wir es mal, in der Reparatur im Tuning Center. Und der wird, also zumindest hatte ich das so vor, dass er, oh, wo ist meine ganze Puste hin? Ich kann gerade nicht mehr. Ich bin ein bisschen kränklich. Wie gesagt, wir spielen heute die nächsten Tage, ich kann es nicht oft genug sagen, wir spielen, wow, hallo Maus. So, wir spielen die nächsten Tage Final Carnage Extinction. Wir kennen das Spiel schon, aber die andere Version. Wir suchen uns heute ein Server aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aber noch nicht ganz vertraut mit dem Spiel. Es ist halt noch so ein bisschen, ne? Wir werden in Team Deathmatch. Biber, ich gehe nie wieder mit diesem scheiß Biber. Ich weiß ganz genau, ich war das letzte Mal da drinne. Ich hab's bereut. Ich hab's bereut. Wir gehen hier in den Amazon Final Carnage Extinction Hashtag 5 Server in der Hoffnung, dass ich nicht wieder rausgekriegt werde, weil ich hatte ja schon mal ein Versuch übrig. Wir sehen, es ist einiges anders an diesem Spiel. Die Ladebildschirme zum Beispiel. Es gibt neue Skins, hunderte, ich glaube, das sind nicht hunderte, aber es gibt so viele neue Skins, so viel neuere Sachen. Wie gesagt, Grafik ist ein bisschen oll, aber es geht. Das liegt daran, weil wir heute, naja, mit dem langsamen Rechner unterwegs sind. Und dann sind wir gleich bei dieser Map. Wir spielen heute, ich hoffe es, als Raptor unterwegs. Und zwar als der Ovi-Raptor. Und da habe ich auch schon einen Skin, Errungenschaft. Ah, wunderbar, das ist alles. Das Spiel im Übrigen, die Extinction-Version, soll im Übrigen, das ist schön. Nennst du das 7 Leute? Wow, Alter, ich kann die ganzen Spieler gar nicht an einer Hand zählen. Ich brauche meine zweite Hand dafür. Ist das wunderschön. Ich dachte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja hier... Alter, was ist denn heute los? Ich muss auch hinzufügen, dass ich zurzeit auch noch ein paar Internetproblems da habe. Deswegen könnte es hier und da vielleicht etwas glitschen oder hängen. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so schlimm. So. Ja, na toll. Was machen wir jetzt? Das ist der Traum für jeden Online-Spieler. Du siehst Leute, 7 Stück, du siehst 7 Leute im Server, dann joinst du in den Server hinein und dann das. Also manchmal ist es einfach nur noch Fremdschämen. So, ich werd Bergwanderer. Aua. Ah ja, das sieht schon nicht schlecht aus. So, ja, wäre jemand vielleicht so freundlich hinzuzujoinen? Ich frag nur. Es wäre nett. Also, ich wäre dir dankbar. Was? Ich habe mein... Was? Gerade hier, Steam sagt mir gerade, dass ich auch was Neues im Inventar habe. Das ist jetzt toll. Was für eine Aufnahme. Die erste Folge Primal Carnage und dann sowas. Es ist ein Traum. Ein Traum.
Naja, dann kann ich wenigstens so ein bisschen erzählen über dieses Spiel. Das Spiel ist natürlich, wie man sieht, komplett neu. Es gibt neue Maps, es gibt neue Skins, es gibt ein neuer Saurier. Ich glaube, den gab es mit dem neuen Update neu. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und zwar diesen Akrosaurier. Ich nenne ihn immer Akro, weil er so einen ganz komischen Namen hat. Ich kann ihn nicht richtig aussprechen. Und wie gesagt, neue Maps, neue Skins, alles neu. Soundeffekte, Grafik, alles neu. Es gibt ein paar Maps, die kommen uns bekannt vor. Zum Beispiel Snowbound Map, die Docks, die nur ein paar kleine... Ich glaube, die Docks haben nicht wirklich großartig viele Neuigkeiten, also neue Details. Die sind relativ noch im alten Schuh geblieben. Ansonsten gibt es noch was Neues? Es ist nicht mehr Early Access. Das Spiel war anfangs Early Access. Ich habe ja immer so ein Problem mit Early Access Spielen, also so mit halbfertigen Spielen. Ich würde mich aber dennoch freuen, wenn wieder ein Update von diesem Spiel käme, weil ich habe einiges gesehen, da sollte man vielleicht noch ein bisschen was machen. So, was steht da? Spielt in meinem Processing. Okay, dann gehe ich mal hier lang. So, die Runde ist eh gleich zu Ende. Es ist schön, dass die Leute hinzujoinen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht mal so schlimm. Obwohl, ein bisschen Action wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen lieb. Weil so alleine ist das ja auch nicht so der Ding, ne? So, zähl mal ab. 6, 5, 4. Ich hoffe, das ist jetzt nicht unsynchron. So, toll. Ich muss teilen. Ja. Heißt Tai nicht eigentlich Krawatte? Oh, na toll. Toll. Ich darf als Pyro-Guy rein. Ich will nicht Pyro-Guy sein. Ich muss mal kurz hier Mikrofon. Singt schon wieder. Bin gleich wieder da. Kack. Scheiße. Jetzt fällt mir auch noch alles runter. Alter. So. So. Kann ich die Klasse Switch Team? Danke. Hä? Ach so. Ist denn wenigstens jetzt jemand drinne? Nö, warum auch? Nö, warum auch? Nö. Warum auch Leute zujoinen, wenn das ist doch vollkommen unnütz. Alter. Das gibt's doch nicht. Ich heule doch nicht. Das ist die erste Folge Primal Carnage Extinction Version. Warum heulen? Warum heulen? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schön. Wie spät haben wir es denn eigentlich auch? Nee, das wollte ich nicht drauf. Steam, wie mache ich mir die Steam-Oberfläche an? Geht gar nicht. Will nicht. Warum auch? Warum sollte ich auch angehen, ne? So. Ja, komm. So. Ah, das ist doch vollkommen Bockmist. Oh. Geh mal, wollen wir mal reingehen? Bin immer noch alleine? Lonely? I'm so lonely. So, I'm nobody. So, wie geht's da noch rein? Ich glaube, drinnen waren wir uns jetzt, doch wir waren schon drinnen kurz jetzt. Aber wir haben uns noch nicht ganz umgeguckt. Was kannst du... Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt diesmal tatsächlich Maps, wo man sagen konnte, okay, das ist logisch. Aber wir hatten das ja beim letzten Map-Testing von der Olden Version, also von der alten Version des Spiels, vom Vorgänger sozusagen. Tatsächlich ist es so, deswegen stehen auch draußen überall so Spezimen und so weiter und so fort. Und wir im Übrigen haben wir am Ende ja dann auch noch
Endscream. Ah ja, Endscream, das muss ich ja auch noch sagen. Der Endscream ist komplett neu. Den habe ich mir jetzt so, ich habe mir so gedacht, ja okay, Masse. Weil ich gerne auch am Ende der Folge sozusagen ein kleines Fazit aufbringen würde von dieser Folge sozusagen. Und ich dachte mir, okay, Masse. Und ja, genau da sieht man dann auch ganz genau, was denn hier passiert sein könnte. Deswegen ist ja auch so alles abgeriegelt und so weiter. Und zwar haben die Menschen, so clever wie sie sind, das hat man ja schon bei Jurassic Park gesehen, dass die Menschen zu blöd sind, um irgendwas zu checken. Aber ganz ehrlich, dieses Teil hier, warte, ich gehe jetzt mal da raus. Nee, wo geht's denn hier raus? Geht's hier raus? Ja. Nee. Oder da. Hier gibt's nämlich etwas, das erinnert mich an etwas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennen wird. Ich versuch's gleich zu erklären. Ich gehe jetzt erstmal hin, auf schnellen Sohlen, hoffe ich. So. Und zwar diese Teile hier. Also nicht der Container, sondern ich... Denke ich mal hier so hin. Sondern diese Teile hier. Diese Spezimen-Dingen. Ne? Weißt du, woran mich das erinnert? An den Film Alien, die Wiedergeburt. Da gibt's noch so ganz nah am Anfang. Da siehst du ja, dass die Aliens wirklich gezüchtet wurden. Hier wurde ja auch nichts anderes gemacht als Saurierzucht. Und die sind dann auch wieder entkommen, weil die halt clever genug sind. Sie sind halt clever. Das ist immer so. Andere Spezien, die nicht Menschen sind, also andere Spezien, ist klar, das sagt schon alles, das wird, sind immer cleverer als die Menschen. Weil die Menschen sind so selbst egoistisch, so selbst von sich zugenommen, so halt egoistisch. Die denken immer nur an sich und denken nicht an die Folgen danach. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand Aliens kennt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Monster wie so ein Alien sehe, möchte ich die nicht gerade großziehen? Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es gerne, weil die sind furchtbar süß. Ja, ich finde die süß. Ich bin totaler Fan davon. Und wenn ich aber sehe, okay, das Vieh sieht gefährlich aus, dann züchte ich das Vieh nicht. Dann, das ist doch klar, dass irgendwann passieren wird, dass die ausbrechen. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Oder könnt es erahnen. Ich weiß es nicht. Da kann mal jemand zujoinen hier. Alter. Wie spät haben wir es? Es ist gleich 18 Uhr. Leute, joinen. Nicht joint, sondern joinen. Hinzujoinen. In den Server. Alter, ich weiß nicht. Wir haben diese Folge gar nichts gehabt. Wir haben ein bisschen gequatscht. Die Quatschrunde sozusagen. Die 5 Minuten kann ich jetzt auch noch quatschen. So, 6 Minuten fast. Toll. Na, gucken wir uns einfach mal ein bisschen die Map an. Was ist denn das für? So, was ist das? Das ist der, hier ist der Stromgenerator wahrscheinlich. Man braucht ja auch natürlich, ist klar, wenn man, ne? Ist klar? Ne, ich meine das nicht mal sarkastisch oder so. Ich meine das ernsthaft. So, hier, was haben wir denn hier? So kleine Bungalowhäuser. Was ist das? Oh, das gibt sogar richtig Geräusch. Aua, ich bin tot? Ja, das möchte ich auch nochmal zeigen. Man kann jetzt, linke Tasse. Ah, hier. Gut, man kann, es gibt ja natürlich jetzt, das ist ja auch komplett neu, dass man das hier so oft... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht, dass es nicht so wie bei der anderen Version ist, dass man hier auch noch so extra die Skins aussuchen kann, weil man muss das alles beim Kostümer das alles regeln. Und das finde ich ein bisschen blöd. Das heißt, wir haben jetzt nicht den Skin, sondern können uns beim Customize-Dingen die Skins vorher so auswählen. Das finde ich ein bisschen blöd. So, hier, der Saurier hier ist übrigens komplett neu. Warum spawnen wir hier drin? Warum spawnen wir nicht draußen? Ich hab nichts. Wie sollen wir denn hier jetzt rauskommen? Ich
Also ich glaube, diese Map ist mit Großsaurier nicht wirklich so was. So, der Saurier ist komplett neu. Ich möchte bloß ein bisschen an die frische Luft. Damit ich ihn euch genauer... Nein, hier geht's nicht an die frische Luft. Ja, ja, komm, beschwer dich nicht. Ja, komm. Ja, wann soll, dass es dunkler wird? So. Ich meine nicht bei mir draußen, sondern im Spiel. So. Push, gezuppel. So, dieser Saurier hier ist im Übrigen 9. Ich versuche ihn jetzt mal ein bisschen zu zeigen. So, so sieht er aus. Das ist dieser Akrosaurier. Der hat ein paar super Moves. Zum Beispiel hier ist zubeißen. Hier ist dieser... Oh, guck mal! Guck mal! Ein Spieler, hallo! Hallo, hallo, ein Spieler! Yippie! Ich muss mal kurz gucken. Ich weiß ja... Hey, warte auf mich! Warte! 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 Warte auf mich! Du bist ein Dilo. Ja, so ein Krypto-Zeug. Warte auf mich. Ich komme. Warte. Hey. Warum hat der eine blaue Zunge? Ich frag gar nicht erst. Ich komme hier nicht rein. Na gut, also ich weiß nicht. Ich werde einfach mal in den Endscreen jetzt gehen. Hallo Endscreen. Die Folge war ja voll super. Es ist schade, dass keiner hinzugejoint ist. Es ist schade, wirklich, muss ich sagen. Aber ja, vielleicht joint dann noch jemand und ich werde hier noch am Ball bleiben und mal gucken, kann ich... irgendwie, ich bin hier noch im Spiel drin, ich musste gerade gucken, ich dachte, da wäre gerade jemand zugejoint. Nee, wie gesagt, der Endstream ist einfach dazu da, um nochmal ein komplettes Fazit von der Folge zu machen. Wie gesagt, wir haben heute nicht wirklich viel erlebt, wir haben ein bisschen uns die Map angeguckt, ist ja auch nicht so schlimm, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert, von diesem Spiel. Es gibt so vieles Neues, es gibt so viele Neuigkeiten, es gibt so viele neue Skins und ach, wo und da und pipapo und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich aber auch gestehen, dass mir das mit der heutigen Folge ziemlich anpisst. Ich hätte mich schon gefreut, wenn jemand hier zugejoint ist und so ist das einfach nur noch Scheiße, ganz ehrlich. Ich meine, wir sind hinzugejoint, da standen 7 Leute, ihr habt's gesehen. Ich bin hinzugejoint direkt. Ich habe nicht weiter gewartet. Wir sind gejoint. Wir haben ein Joint geraucht gemeinsam. Da waren 7 Leute drinnen in den Server. Ich verstehe das nicht. Warum man dann keine Leute mehr drin waren, das war für mich doch ein Rätsel. Aber ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß im restlichen, glaube ich, Endscream. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Primal Carnage Extinction Version. Bis dahin und Cheerio!